Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. 25 Jahre nach dem Mauerfall ist der Strom derer, die sich Hilfe beim Berliner Landesbeauftragten für ihre persönliche Lebenssituation erhoffen, noch immer nicht abgerissen. Die einzelnen Problemstellungen sind vielfältig und komplex, die persönlichen Schicksale des Berichtes bewegen. Sie stellen in eindrucksvoller Weise dar, wo gesetzliche Regelungen fehlen, wo Nachbesserungsbedarf besteht, aber auch welche Fehler der Vergangenheit sich nicht mehr ausgleichen lassen. Im Bericht wird angemahnt, dass die Informationen über die Möglichkeiten der Rehabilitation und Wiedergutmachung von DDR-Unrecht immer noch nicht bei allen Betroffenen angekommen sind. Gerade die heute im Ausland Lebenden erhalten nur wenig Informationen. Ich denke, hier sollten wir uns fragen, wie wir diesen Informationsfluss verbessern können. Der diesjährige 20. Tätigkeitsbericht zeigt viele Facetten auf, wo noch Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht. Zum einen, der Bericht zeigt deutlich, dass ein Großteil der Entscheidungen im Verfahren zur strafrechtlichen Rehabilitierung durch die zuständigen Gerichte immer noch rein aufgrund der Aktenlage ohne Anhörung der Betroffenen oder Zeugen getroffen werden. Das führt dann dazu, dass die Unterlagen der staatlichen Behörden der ehemaligen DDR als Grundlage gegen Rehabilitation und Wiedergutmachung herangeführt und wiederverwendet werden. Auch erzwungene schriftliche Aussagen der Betroffenen in den Akten können so gegen eine Rehabilitierung der Betroffenen herangezogen werden. Auch weil viele Unterlagen mittlerweile nach den gesetzlichen Vorschriften vernichtet wurden, ist die Praxis der Entscheidung aufgrund der Aktenlage kaum noch nachvollziehbar. Insofern ist es wichtig, dass Betroffenen das Recht auf eine persönliche Anhörung im Rehabilitationsverfahren ermöglicht wird, sodass Entscheidungen nach reiner Aktenlage nicht mehr den Normalfall darstellen, sondern die Ausnahme bilden. Dies gilt insbesondere bei nicht eindeutigen und komplizierten Fällen. Ablehnende Beschlüsse und Bescheide müssen zudem so formuliert werden, dass bei den Betroffenen nicht der Eindruck entsteht, dass sich der Rechtsstaat die Ausführung des SED-Staates zu eigen macht. Hier ist die Justiz in der Pflicht. Die im Bericht dargestellten fehlerhaften Ablehnungen von Anträgen auf Gewährung sozialer Ausgleichszahlung für berufliche Rehabilitierte durch einige der zuständigen Berliner Sozialämter könnte durch entsprechende Schulungen der Mitarbeiterinnen auf diesem Gebiet minimiert werden. Der Senat, und das ist jetzt auch so ein bisschen der Appell in Richtung Senator Chayer, der Senat sollte zudem auch die Anregung des Landesbeauftragten aufgreifen und mit Unterstützung dieser Behörde konkrete Informationen zur Antragsbearbeitung und Einkommensberechnung in Form eines Leitfadens für die Sozialämter herausgeben, sodass Fehler hier zukünftig vermieden werden. Warum sich Senator Chayer jetzt im Gegensatz zu seinen Kolleginnen aus dem Freistaat Thüringen weigert, besonders geschulte Gutachterinnen bei der Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden einzusetzen, kann er ja bei anderer Gelegenheit noch mal eingehender erläutern. Allein die geringe Anzahl der Anträge ist unserer Ansicht nach kein Grund, auf besonders geschulte Gutachterinnen zu verzichten, gerade weil jedes Schicksal der Betroffenen Teil unserer eigenen Geschichte ist. Es wird für die vom Unrecht der SED-Diktatur Betroffenen jedes Jahr schwieriger, ihre persönliche Geschichte anhand von Dokumenten zu beweisen. Der Aufwand, heute Zeugen für das DDR-Unrecht über einen Zeitraum von 40 Jahren vor dem Mauerfall zu finden, ist sehr hoch. Schon dieser Punkt zeigt, dass der Aufwand für die Aufarbeitung unserer gemeinsamen Geschichte eher steigt als fällt. Ich hoffe persönlich, dass wir diesen Umstand berücksichtigen, wenn wir in den nächsten Haushaltsberatungen einsteigen und hier nicht wie im aktuellen Doppelhaushalt eine Verringerung des Budgets, sondern eine Erhöhung des Budgets des Landesbeauftragten beschließen, damit diese Behörde ihre Aufgaben in angemessener Weise und gerecht werden kann. Zu rechtfertigen ist dies auch im Hinblick darauf, dass die Anzahl der Anträge auf Akteneinsicht auf Landesebene im Gegensatz zur Bundesebene nicht rückläufig ist. Also auf Landesebene gibt es keine Rückgang von Anträgen auf Akteneinsicht, auf Bundesebene aber schon. Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR erschöpft sich nicht in der persönlichen Beratung und Unterstützung der Betroffenen in Rehabilitations- und Wiedergutmachungsverfahren. Neben der Unterstützung deren Opferberatung und Betreuung tätigen Verbände, die als erste Anlaufstelle für viele Betroffene dienen und ohne deren Engagement die Aufgabe des Landesbeauftragten nicht umsetzbar wäre, ist es die Unterstützung von Initiativen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Diese Initiativen leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen entscheidenden Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte. Dennoch muss 25 Jahre nach dem Mauerfall auch die Bilanz gezogen werden, dass das Wissen über das DDR-Unrecht durch den Staatssicherheitsdienst, die staatlichen Behörden der ehemaligen DDR und das Interesse gerade an diesem Teil unserer Geschichte nicht besonders verbreitet ist. Ohne die vorgenannten Initiativen würden uns schon heute wichtige Dokumente und Berichte der Zeitzeugen fehlen.
deren Halt und deren Verbreitung sollte auch ein Ziel der Aufarbeitung sein. Ich habe noch einige Punkte, die ich jetzt noch übergehe. Ansonsten sage ich noch zum Ende, ganz von ganzem Herzen, Herr Gutzeit, Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Namen unserer Fraktion vielen herzlichen Dank für Ihr Wirken. Ich sehe uns alle Abgeordneten dieses Hauses in der Pflicht, Sie in Ihrer Tätigkeit zu unterstützen und bitte Sie, wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an uns, an dieses Haus, aber auch speziell an meine Fraktion. Dankeschön.